Herzlich willkommen zum Social Media Magnet Podcast. Hier ist wieder Nick. Ich hatte die Ehre, heute früh gemeinsam mit Uwe von Grafenstein eine Podcast-Folge aufzunehmen. Uwe selber ist ehemaliger erfolgreicher Fernsehproduzent, hat 10 Jahre lang in der Filmbranche gearbeitet, seine eigene Zauberschule gegründet, aufgebaut, also auch Magier und Zauberer, ist mittlerweile im Network Marketing tätig, Business Mentor und Teilhaber von diversen Unternehmen und schafft es einfach mit viel Charme, Humor und natürlich auch Spaß, jede Menge coole Tipps, Wissen und Stories rüberzubringen. Und wir sprechen einfach über die Disruption in der Industry. Das heißt im Prinzip, was passiert gerade in der gesamten Marketing-Szene, Marketingbranche, in der Filmszene, die Wechsel von traditionellen Medien wie Fernsehen und Radio zu On-Demand-Medien wie Netflix, Facebook, Instagram und so weiter, Podcasts, was passiert da alles, wo liegen da große Chancen, was kann man im Marketing alles lernen, worauf kommt das im Marketing an, Texte schreiben und so weiter. Also wir sprechen über ziemlich viele coole Dinge, auch Dinge, die ihn begeistern, Dinge, die mich begeistern, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei. Dein Nick, bis dann, ciao. Bevor ich es vergesse, denk daran, du kannst dir auch jede einzelne Podcast-Folge auf YouTube ansehen. Also das heißt, alles, was du hier hörst, kannst du auch auf YouTube ansehen, ne? Denk daran, Nick Geringer, YouTube. Also jetzt aber wirklich viel Spaß bei der Folge. Ja, herzlich willkommen wieder beim Social Media Magnet Podcast. Ich bin hier wieder in einem Interview mit dem lieben Uwe von Grafenstein. Ja, Uwe habe ich kennengelernt, lustigerweise schon ein bisschen länger her, 2015 sogar, da haben wir uns noch nicht persönlich kennengelernt, aber da habe ich dich ein paar Mal auf Facebook gesehen. Da haben wir hin und her gedaddelt, ne, Uwe? Eigentlich ganz lustig. Es war noch, als ich aktiv im Network war. Und da habe ich eigentlich zuerst gedacht, du wärst halt auch einfach klassischer Networker, ne? Der jetzt abwerben möchte und so weiter. Bin dann nicht wirklich drauf eingegangen. Und irgendwann später, ich weiß nicht, das war das letztes Jahr, 2017, ja, Anfang, Mitte 2017 sowas, ne, haben wir uns getroffen in München, glaube ich, über die Saga, weil du dann mit der Saga ein bisschen mehr Kontakt hattest. Und dann saßen wir da und auf einmal hat der Uwe sein wahres Gesicht gezeigt, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, ja. Und ich war hin und weg, ich war begeistert, definitiv. Und seitdem haben wir eigentlich immer ganz guten Kontakt gehalten. Und arbeiten ja jetzt auch schon zusammen an einem Projekt, ne? Muse. Der kommt ja auch demnächst oder vielleicht sogar schon draußen, wenn wir diese Podcast-Folge hier launchen. Genau. Aber bevor ich zu viel vorwegnehme, Uwe, erzähl doch mal selber ein bisschen, ja, deine kleine Lebensgeschichte. Die ist ja nicht klein, die ist ja ziemlich groß. Hast ja schon ein paar Stationen durchlaufen, ein bisschen was gemacht. Und dann erkennt vielleicht auch der ein oder andere, warum ich dich hier im Podcast drin habe. Geht um Marketing und der Uwe hat ziemlich viel mit Marketing zu tun. Da können wir bestimmt was das eine oder andere Interessante rausziehen. Cool. Also ich danke dir erstmal für die Einladung hier. Und freue mich auf das Projekt, was wir jetzt zusammen starten. Wir haben ja schon andere Projekte, aber das erzählen wir dann noch, wo wir auch schon vorher nochmal beruflich zusammengekommen sind und auch wieder beruflich zusammenkommen werden. Meine Geschichte ist die, ich komme aus Kassel eigentlich, so Mitte von Deutschland, war da mit 16 das erste Mal selbstständig als Zauberkünstler und habe die Zauberei mit 8 Jahren begonnen. Hier, guck so, Harry Houdini, da hängt er, hier bei mir sogar im Office. Und die Zauberei hat mich tatsächlich nicht mehr losgelassen. Das ist auch das, was so mein Leben tatsächlich geprägt hat, auch im Bereich Marketing, weil was du als Zauberer lernst, ist halt vor anderen Leuten sprechen, Inhalte zu verkaufen, und ein Wunder zu verkaufen. Das ist mal, was ich den Leuten sage. Ein Zauberkünstler verkauft ein Wunder. Und es gibt eigentlich kein schwierigeres Problem. Jeder weiß, in der Sekunde, wo ich es dir verkaufe, weißt du, es gibt es eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es ein großer Fake, aber du willst es unbedingt haben. Und wenn du das mal gelernt hast, dann kann ich eigentlich marketingtechnisch nicht mehr so viel irgendwie aufhalten. Und davon habe ich viel profitiert. Ich habe dann mein Abi gemacht, habe das irgendwie mit der Zauberei super finanziert. Erstes Auto, meine Freundin schön ausgeführt und so. War alles cool. Bin dann nach Köln gegangen, habe da Zivi gemacht und nach dem Zivi habe ich überlegt, gehst du jetzt studieren oder machst du eine Ausbildung oder was auch immer und habe mich dann dafür entschieden, meine erste richtige Firma zu gründen, passenderweise natürlich eine Zauberschule und Schauspielschule, und da kam gerade dieser Harry Potter Trend auf, also da kam der erste Film, dann das Buch, halbes Jahr später der Film, halbes Jahr später das neue Buch und unsere Zauberschule war 5 Jahre am Stück ausgebucht, also weil wir einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und das richtige Marketing gemacht hatten. Ohne irgendwie ohne Startkapital, weil ich hatte jetzt nicht so viel. Ich kam gerade erst aus dem Zivi und habe dann aber die richtigen Dinge gemacht zur richtigen Zeit.
Können wir nachher nochmal drauf eingehen, gerne. Und dann war das Ding 5 Jahre lang ausgebucht. Und nach 5 Jahren habe ich gesagt, cool, Firma läuft, alles gut. Aber es ist mir inhaltlich ein bisschen wenig. Und ich wollte immer Film und Fernsehen machen. Ich habe früher schon Kurzfilme gedreht. Und beim offenen Kanal Kassel habe ich mit 18 eine eigene Talkshow produziert und Kurzfilme. Und wollte immer Regie studieren, bin aber nie genommen worden. Die haben mir gesagt, komm mal wieder, wenn du 24 bist und was zu erzählen hast. So mit 19 haben die immer gesagt, so komm, Bubi. Du hast noch keine Lebensgeschichte, komm wieder, wenn du groß bist. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht, habe mich immer beworben für Regie, bin immer abgelehnt worden, habe gesagt, wisst ihr was, ich mache mein eigenes Ding. Bin ich nach München gegangen, nach der Zauberschule, da war ich dann ungefähr 26 und habe es mal probiert, festangestellt zu sein. Ich war inhaltlich sehr gut darin, ich war nur sehr schlecht darin, festangestellt zu sein. Und nach 10 Monaten habe ich dieses Experiment beendet. Und habe mit meinem besten Freund zusammen eine Fernsehproduktionsfirma in München gegründet. Die Firma, wo ich da war, festangestellt, die war schon in diesem Bereich Medien, Storytelling. Eine Beratungsfirma, die wirklich so die oberen 0,1% in Deutschland macht, auf Vorstandsebene oder eben Celebrities, aber so A-List-Celebrities. Das war alles cool, aber ich wollte halt meine eigene Firma haben wieder und wieder frei sein. Und dann habe ich diese Firma gegründet, die Fernsehproduktionsfirma mit dem Adi. Und die haben wir 10 Jahre lang hochgezogen und unsere erste Produktion war mit Sido, die war sehr erfolgreich. Dann haben wir Joko und Klaas zu ProSieben geholt, die waren vorher bei ZDF Neo. Und dann haben wir 2017, also letztes Jahr, den Fernsehpreis, den Krimi-Preis gewonnen. Und dann bin ich auch raus aus der Firma, habe die verkauft und habe überlegt, dass ich etwas anderes machen möchte, weil meine Ziele im Bereich Fernsehen und Medien so ein bisschen abgehakt waren und ich auch privat so eine Geschichte hatte. Wichtigere Dinge für mich, nämlich Familie, mein Sohn, meine Frau. Dann sind wir erstmal nach Los Angeles gegangen und haben ein bisschen gelebt. Ja, und dann war ich wieder zurück und habe angefangen, mit dir zu arbeiten. That's where we came from. Sehr cool. Freunde, ich sag's euch, mit Uwe macht es immer Spaß zu quatschen, weil der Uwe, der sieht zwar nicht so aus, aber der hat, wie er schon selber gerade erzählt hat, ziemlich viel hinter sich, bisschen was gesehen, bisschen was gemacht. Und das begeistert mich, Uwe, ganz ehrlich, du begeisterst und inspirierst mich immer wieder, selber einfach noch weiter zu pushen und Gas zu geben, weil du immer so coole Geschichten am Start hast. Und ich liebe es selber, coole Geschichten zu erzählen und vor allem, wenn ich sie selber erlebt habe. Und deshalb habe ich da immer Lust drauf, noch weiterzumachen und Gas zu geben und so weiter. Ja, mega. Das Coole bei dir ist ja, du bist jetzt einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Ja, wir können ja, auch wenn das für den einen oder anderen Unternehmer beschämend ist, tatsächlich das zuzugeben, bist du aber jetzt Network-Marketer Vollzeit. Uwe, wie kam das? Ja, schämst du dich nicht? Ja, also wie konnte das passieren, dass ich so abrutsche, gell? Ja, wie konnte das passieren? Ich bin Vollzeit-Network-Marketer, aber ich bin Großzeit- oder Vielzeit-Network-Marketer. Ich habe halt parallel auch schon immer Firmen gegründet und habe mich auch immer an Firmen beteiligt. Das hat sich auch immer gut ausgezahlt. Jetzt haben wir zusammen eine. Es gibt aber noch ein paar andere, in denen ich mit drin bin. Bei einer Kaffeefirma bin ich noch mit drin. Bei einer Designfirma, bei einer Influencer-Marketing-Firma. Also ich fand immer schon den Gedanken gut, mich zu beteiligen an etwas. Unternehmer, also etwas möglich zu machen durch Geld, durch Wissen, durch Mentoring, durch Unterstützung oder durch Kontakte. Ne? Ja. Die habe ich halt gesammelt. Ich bin jetzt 37, so ein paar Kontakte habe ich halt gesammelt. In der Medienbranche sind die halt ganz gut. Nicht nur dort, aber eben da sehr gut. Deswegen habe ich viele Unternehmen halt gepusht und mache das auch weiterhin und sammle halt Startup-Beteiligungen. Ja. Und das habe ich bei Network gefunden und habe das irgendwann, aber erst leider sehr spät gerafft, weil Network war für mich, ich bin im Produkt-Network und im sehr alten, total öde, also seit 40 Jahren am Markt, kein hipper Scheiß. Aber genau deswegen bin ich da hingegangen, weil ich halt da die Sicherheit habe und weil ich da gesehen habe, nachdem ich erstmal dieses Vorteil überwunden hatte mit, das ist ein Hausfrauen-Business, habe ich gesehen, ich kann mich hier mit einem Riesenkonzern an vielen, vielen kleinen Firmen beteiligen. Ich kann viele, viele kleine Startups gründen, nämlich meine Downliner, meine Partner, und die kann ich groß machen. Und die, ja, ich kann die groß machen durch Mentoring, durch Kontakte, durch andere Firmen, also buchen mich als Berater für einen sehr hohen Tagessatz gerade. Das kriegt mein Team natürlich umsonst. Ne? Also was dieses ganze Wissen, was normalerweise teuer verkauft wird an Externe, kann ich meinem Team umsonst geben, kann die erfolgreich machen und halte immer eine Gewinnbeteiligung. Und zwar wirklich nur eine Gewinnbeteiligung. Das heißt, ich muss die so erfolgreich machen, dass die auch Gewinne machen. Nur dann verdiene ich auch was. Und das finde ich
mega fair. Das ist cool, weil das genau das Gleiche ist, was ich jetzt schon gemacht habe. Nur kann ich es viel häufiger machen. Ich kann es viel schneller duplizieren und auch wirklich skalieren nach oben. Und habe jetzt noch einen Produktpartner oder einen Firmenpartner aus Amerika am Start, der halt für mich den ganzen Mist macht, auf den ich als Unternehmer keine Lust mehr hatte. Nämlich Bankbürgschaften, Kredite, Personal anstellen, Produkte entwickeln. Den ganzen, ich sage es jetzt mal lapidar, Bullshit, warum ich auch später meine Firma mal hinter mir gelassen habe, vor einem Jahr. Weil es einfach eine Wahnsinnsverantwortung ist. Das Geld kommt, aber die Zeit, das Geld auszugeben, ist nicht mehr da. Ich übertreibe, ne? Aber du hast halt einfach solche Verpflichtungen. Wir hatten am Ende wirklich viele, viele Mitarbeiter, hatten viele, viele Standorte, haben Millionenumsätze gemacht, aber ich stand halt immer mit einem Fuß in irgendeiner Verantwortung. Ja, als Chef bist du der Letzte, der angerufen wird. Wenn die Kacke am Dampfen ist, musst du es lösen. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte nicht mehr troubleshooten. Ich wollte nicht mehr irgendwie, weißt du, so, es fühlte sich so an, ich sag dir mal, wie es sich anfühlt. Wenn du eine Sandburg am Meer baust, dann bist du derjenige, der immer wieder vorne Sand davor kippen muss, weil die Wellen kommen und eine Sandburg immer wieder wegfressen. Und ich hatte mal Lust, was aufzubauen und nicht immer nur vorne den Sand davor zu schippen, damit die blöde Burg nicht weggeht, sondern ich wollte mal eine richtige Burg bauen. Und jetzt durch die Mischung, die ich mache, durch Beteiligung an klassischen Firmen, durch das Network, durch Firmen, wo ich auch sonst noch bin, auch aktiv noch mit drin bin, habe ich jetzt so einen Dreiklang gefunden, der mir jetzt so ein Leben gibt, ja, was Spaß macht, was glücklich macht. Und ich sage immer, was ich früher habe ich immer Probleme mit ins Bett genommen. Das Einzige, was ich im Network mit ins Bett nehme, ist das Problem, dass ich vielleicht einen weniger angerufen habe, als ich eigentlich wollte. Es gibt keine Probleme mehr. Und das ist das, was mich echt flasht. Ja, geil. Ich finde das so cool. Ich habe das extra gefragt. Einfach aus dem Hintergrund, weil das eben sehr rar ist, also noch sehr rar ist zumindest, da von den Menschen, die ich kenne, dass sich eben klassische Unternehmer dazu entscheiden, Network zu machen, weil das einfach ganz oft in Deutschland vor allem total runtergemacht wird, nicht ernst genommen wird. Und deshalb fand ich einfach mal deine Begründung ganz cool, weil ich glaube, der ein oder andere Networker hört sich auch den Podcast hier an, dass es tatsächlich einfach interessant ist. Was glaubst du, bevor wir gleich generell über das Thema Social Media und Marketing und sonst was reden, aber hier soll es ja auch vor allem um ein bisschen Glaubenssätze gehen, Mindset zu verstehen, ein paar andere Ansätze mitzunehmen. Wie hat bisher so dein Unternehmerbekanntenkreis darauf reagiert tatsächlich? Und hast du es tatsächlich auch geschafft, den einen oder anderen eben davon zu überzeugen, dass der es ähnlich sieht wie du? Und nicht so versteift drauf ist, ja, Uwe, und hier und da, und sei mal ehrlich dies und sei mal ehrlich das. Ja, das fängt immer so an mit sei mal ehrlich dies und sei mal ehrlich das. Und vor allem, warum jetzt irgendwie mit einem Saftladen und keine Ahnung, Hausfrauen-Business, das ist ja das Ding. Aber das ist ja das Geniale, weil dann kannst du ja reingehen. Dann kannst du, ich bin ja, du bist auch ein Kampfsportler, ich auch. Mann, ich habe jahrelang Kampfsport gemacht und zwar Vollkontakt und auch nicht auf Wettkampf, sondern wirklich Straßenverteidigung. Ich liebe das ja reinzugehen, weißt du, ich liebe es ja irgendwie, weißt du, so, man kann sich ja irgendwie auch mit Wattebäuschen beschmeißen, aber man kann sich ja auch irgendwie, man kann mal in den Infight gehen und das hat mich immer auch geflasht und das liebe ich ja beim Marketing oder beim Sales genauso. Ich freue mich ja, wenn was kommt, wenn so eine Reaktion kommt, kann ich ja darauf reagieren, weißt du, und da fängt für mich der Tanz an, das finde ich halt irgendwie interessant. Und deswegen habe ich natürlich Partner auch gewonnen aus meinem Umfeld, die Unternehmer sind, weil du bist noch ein bisschen jünger als ich, aber ich bin 37. Und es gibt ja so eine magische Einkommensgrenze oder gläserne Decke für Frauen, sagt man ja. Ne? Da kommt man karrieremäßig, kommen sie manchmal nicht durch, in Geschäftsführung und Konsorten. Ja. Männer haben eine andere gläserne Decke. Wenn es auf die Ende 30, Anfang 40 zugeht, bist du entweder Anfang, so wie ich vorher, nämlich mit vielen Verbindlichkeiten, vielen Mitarbeitern, Cashflow-Probleme, das Auftragsbuch ist voll, aber du hast nie Geld auf dem Konto. Weil du hast zwar immer Aufträge, aber die bezahlen zu spät, manche bezahlen gar nicht. Du hast immer ein Cashflow-Problem. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, du bist Ende 30, Anfang 40 und hast bei einem Konzern eine sehr gute Position, bist im mittleren Management. Das heißt, du machst jetzt eigentlich den nächsten Sprung in die Geschäftsführung, da kommst du aber noch nicht hin und von unten leitest du ein Team, die ganze Zeit auf dich einprügeln und von oben kommt die Geschäftsführung und prügelt auf dich ein. Und das Problem ist, du bist jetzt Anfang 40 und dein Geschäftsführer über dir ist 55. Man geht in Deutschland aber erst mit 67 in Rente. Also entweder muss der Typ einen Herzkasper bekommen über dir oder er muss weggehen oder er muss verfrüht in Rente gehen. Er wird aber noch mindestens 8 bis 10 Jahre da sein. Und du weißt, du bist hier geblockt. Du kommst hier nicht mehr hoch. Für 8 bis 10 Jahre, du kannst zur Konkurrenz gehen. Die Frage ist nur, wie befördern die dich? Und das sind Situationen, wo entweder Unternehmer oder erfolgreiche Führungskräfte die Situation sehen und sagen, okay, guck
gucke ich mir an. Und wir haben halt jetzt bei unserem Network zum Glück halt Events, die wir halt München, Frankfurt, Hamburg machen, einmal im Monat, wo halt 400-500 Leute zusammenkommen, alles immer im Anzug, alles Vertriebler, alles Unternehmer, alles Selbstständige, alles Führungskräfte. Und die kannst du da halt mit hinnehmen und die sehen sich selber als Spiegel auf der Bühne und denken sich, okay, also mei, wenn hier 400-500 Verrückte sitzen, die gar nicht so verrückt ausschauen, die alle den gleichen Werdegang haben wie ich und die gleichen Probleme, dann ist es vielleicht wert, mal einen zweiten Blick hinter die Kulissen zu werfen. Deswegen funktioniert das ganz gut. Finde ich geil, finde ich cool. Ist so, ja. Super spannendes Thema einfach, weil du ja eben, wenn du halt darüber sprichst, über Karriere in der Hinsicht. Zwei Sachen würden mich natürlich interessieren. Ne? Einmal würde mich dein Warum früher interessieren. Und wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat, ob sich das verändert hat, Thema Sinnkrisen, kam Neues warum oder nicht, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das wäre die erste Sache, die mich interessieren würde. Und die zweite Sache, die mich interessieren würde, wäre, wenn du jetzt nochmal zurückgehen müsstest, ne, nach dem Zivi-Dienst, würdest du alles gleich machen? Also sagst du, ja, genauso würde ich es machen. Ich würde nochmal meine Fernsehproduktionsfirma gründen und so weiter und so fort. Oder würdest du damals, vorausgesetzt, du hättest da beispielsweise schon Network kennengelernt oder andere Geschäftsmodelle kennengelernt, wärst du da ein paar Sachen anders angegangen? Gute Frage. Spannende Frage. Also ich sag mal so, mein Warum war früher ein materielleres. Also aber auch noch, bevor ich Familie hatte. Klar, ich habe dann irgendwie mir die ganzen fetten Autos geholt und musste die ganzen SUVs fahren, immer voll ausgestattet und klar, das war immer ganz wichtig. Ich habe auch einen kleinen Uhren-Spleen. Ne? Wer mich kennt, weiß, dass ich so 2-3 Uhren ganz gut finde, vielleicht auch mehr und auch habe. Und vieles davon aber mittlerweile auch verkauft habe. Ich komme auch gleich da drauf. Ich bin, glaube ich, der einzige Networker mit dem kleinsten Mazda, den man fahren kann. Also mit dem kleinsten Mazda SUV. Ich habe ja, weiß nicht, wer mich auf Social Media verfolgt, weiß ja, dass ich auch kein großer Lamborghini-Fan bin. Ich mag den, aber ich würde mir den auch nie kaufen. Wie gesagt, ich habe diese ganzen, ich war sehr materiell, also nicht was heißt sehr materiell, aber ich komme halt aus einem Haushalt, da war es halt früher, mein Papa ist halt relativ früh aus der Familie raus. Wir waren klassisch so eine Sozialhilfefamilie und da gab es jetzt keine Connections, da gab es keine finanziellen Sicherheiten und gar nichts. Ich konnte auf eine sehr gute Schule gehen, weil das so eine Privatschule war, wo reichere Leute für die Ärmeren so, ne, wie mich, mitbezahlt haben. Deswegen sehe ich das als Privileg und fand auch Schule nie schlimm, sondern immer als Geschenk. Genau, und dann war wirklich erstmal dieses Thema materiell wichtig, weil auch was zu kompensieren war aus der Kindheit. Ne? Ich habe natürlich auch so ein bisschen an mir gearbeitet und geguckt, wo kommt das alles her? Also warum ist mir das so wichtig? Sicherheit ist mir wichtig. Meine Mama ist aber auch Finanzbeamtin. Ich komme auch noch aus so einem, also mein Papa war Unternehmer, meine Mama auch Finanzbeamtin. Und ich bin zwischen diesen beiden Polen irgendwie groß geworden. Weißt du, das ist halt so ein extremes Kippen zwischen den Ungleichgewichten. Naja, und dann habe ich halt, ich bin jetzt seit 6 Jahren Papa. So. Und das hat so eine Wende eingeleitet. Ne? Ich habe dann irgendwann diese materiellen Sachen alle gehabt. Ich habe die fetten Karren alle gefahren. Ich habe gemerkt, die haben auch nur 4 Räder und ein Lenkrad, fahren vorwärts, rückwärts, links, rechts und man kann hupen. Habe ich alles gemacht, fand ich auch super, war mir auch wichtig. Aber dann irgendwie habe ich ein Kind bekommen, Oscar, der wird jetzt Ende Januar 6. Und irgendwie sind ganz andere Sachen wichtig. Also ich habe auch, ich sehe es immer so, ich mache ja noch ganz klassisch dieses Vision Board, ne? So dieses Dream-Collage. Viele finden die cheesy, mir hilft die so krass. Und ich merke ja auch dadurch, was ich abgerissen habe und was wieder draufgekommen ist und wie ich das einmal im Jahr neu verändere. Ne? Und daran sehe ich es immer ganz visuell und haptisch. Jetzt sind mir andere Sachen wichtiger. Ich habe viele Uhren verkauft. Und ein Lastenfahrrad, wo ich meinen Sohn vorne reinsetzen kann. Aber mir sind andere Sachen wichtig. Ich will 3 Monate in L.A. leben. Ich werde jetzt, nächste Woche Montag, nach Los Angeles fliegen für 5 Wochen über Weihnachten, Silvester. Und das ist für mich eine andere Qualität, weißt du? Dann kann ich mir halt die Business Class da buchen, dann kann ich mit meiner Familie da entspannt ankommen. Ich habe ein wunderschönes Haus. Das kostet pro Woche so viel wie meine Münchner Wohnung, Dachgeschoss, Altbau im Monat. Und das ist eine andere Art, Geld auszugeben, die aber jetzt für mich spannender ist, interessanter ist, wertvoller ist. Ja. Und das Thema auch so zurückgeben, finde ich gerade wichtiger. Ne? Also wir haben viel irgendwie, wo wir viele Projekte unterstützen, die mit Kindern arbeiten. Meine Frau und ich haben jetzt hier in München so eine Restfirma gegründet, hier die Zauberschule München, die wir machen, wo wir auch Zauberkurse für Kids machen, wo immer Plätze reserviert sind pro Kurs für Kids, die sich nicht leisten können, die wir kostenlos mit da reinnehmen, damit die zaubern lernen, damit die checken, ich habe ein Talent, ich kann vor anderen Leuten reden, ich bin was wert.
Ich bin nicht wertlos. Verstehst du, was ich meine? Ja, das sind logisch, so Punkte, die mir wertvoll sind. Oscar, mein Sohn soll abgesichert sein. Oscar soll später mal wirklich eine freie Wahl haben. Also nicht was studieren, weil man damit Geld verdienen kann. Kann er auch machen, wenn er Bock hat, aber soll er nicht machen müssen. Soll auch nicht verwöhnt sein. Soll hungrig sein, aber er soll hungrig sein, ohne am Hungertuch zu nagen. Das ist, glaube ich, das richtige Bild, was ich mir für Oscar wünsche. Ja, und dann weißt du ja auch, wir haben ja so einen familiären Rückschlag für 3 Jahre gehabt, gesundheitlich, so richtig, ja. 3 Jahre lang so eine richtig harte Zeit, also so richtig, auch so lebensbedrohliche Zeit, die jetzt toi 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 wieder gut ist so, aber die hat uns auch nochmal umdenken lassen. Danach haben wir gemerkt, wir hatten zwar irgendwie, das Geld kam rein, viel Erfolg, Preise gewonnen, juhu, aber das war alles wertlos von einer Sekunde auf die andere, wenn es darum geht, ob jemand in der Familie überlebt oder nicht. Und das lässt einen sehr demütig werden. Und das ist auch immer der Grund, warum ich dieses Network-Marketing Status-Gewichse-Game nicht mitspielen möchte und auch nicht werde. Weil ich glaube, ich ziehe einfach genau die richtigen Leute an, die ich brauche, und alle anderen sind woanders besser aufgehoben. Und auch bei den Firmen, an denen ich mich beteilige, ich investiere in Gründer, nicht in Geschäftsmodelle. Ich finde halt Leute geil, ich finde Visionen geil, ich finde Wertekataloge geil, die irgendwie im Herzen tragen. Ja. Und dann gehe ich da rein. So, jetzt habe ich lange geredet, aber das bringt es auf den Punkt. Cool. Thema Sinnkrisen können wir vielleicht später noch mal kurz drüber quatschen. Ne? Wichtiges Thema, aber danke schon mal dafür, für das Warum, dass du das teilst, weil ich ja auch selber gemerkt habe, obwohl ich erst jetzt 4,5 Jahre im Game bin, mehr oder weniger, habe ich ja selber auch gemerkt, dass sich bei mir auch alle 1,5 Jahre ungefähr auch so ein bisschen einfach das Warum verändert hat, so ein bisschen die Ziele. Ziele generell ändern sich oder passen sich an. Aber natürlich, warum du das machst, ne? Weil wenn du die ersten Ziele erreichst, die davor so ein bisschen dein Antrieb waren, ja, dein Fuel, und du hast die erreicht, dann musst du was Neues finden, solltest du was Neues finden, im besten Fall in dir irgendwo. Die zweite Frage, die ich gestellt habe? Die zweite Frage war, glaube ich, würdest du es nochmal genauso gleich machen, würdest du ein paar Sachen verändern, so nach dem Zivi, genau. Das ist übrigens eine Frage, die ich mir einmal im Jahr stelle. Gibt es irgendwas, was du hättest anders machen sollen, wo dein Leben komplett eine andere Wendung genommen hätte, die besser ist als das, was du jetzt hast? Und ich habe mir diese Frage noch nie damit beantwortet, dass ich irgendwas hätte verändern sollen. Und das ist, glaube ich, die höchste Zufriedenheit, die ich bei mir finden kann. Alles, was ich bin oder alles, wo ich jetzt bin, kam durch Entscheidungen, und ich bereue nicht eine einzige davon, also wirklich keine einzige davon. So dieses Je ne regrette rien, dieses Lied, ne, das immer dann durch meinen Kopf geht. Meine Oma hat ja immer gesagt, so ärgere dich nur über Sachen, über die du dich in 5 Jahren noch ärgern würdest. Da gibt es bei mir gar nichts. Also ich ärgere mich tatsächlich über sehr wenig, nachdem sie mir das mal gesagt hat. Sehr cool. Gott hab sie selig. Nee, ich würde nichts ändern. Ich würde auch, selbst wenn ich das Network, ich sage manchmal, wenn ich das Network früher kennengelernt hätte, dann hätte ich da schon aufgebaut. Das stimmt wahrscheinlich. Ich hätte es auch parallel aufgebaut, aber ich hätte es damals noch nicht so gebraucht irgendwie von dem, was es mir jetzt gibt, ne, oder was ich jetzt lernen muss, um das zu erreichen. Und ich wäre auch noch gar nicht gut genug gewesen, glaube ich. Also ich habe jetzt einfach sehr viel mehr Skills oder sehr viel mehr Unternehmertum. Und ich bin auch froh, dass ich aus dem klassischen Unternehmertum komme und das dann sozusagen jetzt noch mitmache und da alles, was ich gelernt habe, reinpacken kann. Aber ich lerne halt da auch wieder komplett neue Sachen, die ich im klassischen Unternehmertum nicht gelernt habe. Und ich glaube, am Ende geht es halt nur um Vervollkommnung. Ne? Es geht um 2 Hälften, die du zusammenfügen musst. Ja. Privat habe ich das gefunden. So, ich habe meine zweite beste Hälfte gefunden. Das können auch wenige von sich sagen. Ich finde das so krass. Also es gibt ja von Plato so ein Modell, was ich mal im Philosophiekurs im Abi gelernt habe, dass du 2 Hälften, und die sind irgendwann auseinandergefallen. Ne? Die laufen jetzt alle halb durch die Welt. Und es gibt ganz selten die Chance, dass ich mal 2 Kugeln finde, die wirklich die Originalkugel waren. Bei meiner Frau, bei Charlotte, ich habe das Gefühl, das ist die Originalkugel. Ich habe die gefunden, ich habe die klar gemacht. Wir haben 10 Monate später, habe ich ihren Antrag gemacht in New York. Ich habe sie geheiratet. Ich habe sie über die Zauberei klar gemacht, by the way. Ich habe ihre Handynummer über Zauberei klar gemacht. Nee, Fuchs, nee. Der ich bin. War das der Klassiker? Hast du gesagt, ich kriege deine Nummer, wenn ich weiß, welche Zahl du errätst? Nee, das war nicht so, sondern sie hat gehört, dass ich Zauberkünstler bin und dass sie auch bald Geburtstag hat. Und da habe ich gesagt, wie cool, da könnte ich ja zaubern, aber dann brauche ich ja deine Nummer, damit wir uns irgendwie das klar machen können, damit wir uns absprechen können, damit ich dann irgendwie einen Termin ausmache. Klassiker, ja. Ganz, ganz, ganz schlecht. Aber was hat funktioniert?
Nee, und auch da, ich habe da meine beste zweite Hälfte gefunden und es geht nur noch um Vervollkommnung. Es geht darum, irgendwie noch mehr irgendwie aufzusaugen. Und ich habe gestern gelesen, es geht nicht darum, viel Geld zu verdienen, es geht darum, ein wertvoller Mensch zu werden. Ich glaube, Einstein hat das mal gesagt. Finde ich super geil, habe ich gestern zum ersten Mal gelesen. Wertvoll, ja. Finde ich crazy. So viele Fragen, die sich mir immer stellen und die ich dir gerne stellen würde, weil ich dir gerne zuhöre. Ich hoffe, es geht den Zuhörern gerade auch so. Und ich bin hier gerade ein bisschen am Struggeln mit dem Video, mit der Aufzeichnung, damit ich hier irgendwie ein bisschen hellen Schein kriege. Vielleicht hilft das Licht hinter mir gleich. Aber eine Frage, die ich dir schon mal gestellt habe, privat, die ich gerne hier nochmal stellen würde, wäre folgendes. Und zwar, weil du das gerade gesagt hast, du kommst aus dem klassischen Unternehmertum, bist jetzt ins Network rein. Wie unterscheidet sich denn tatsächlich das Marketing, Marketingmaßnahmen und so weiter, von dem Thema, wo du sagst, ich habe wirklich ein Unternehmen, ich beschäftige viele Mitarbeiter und bin im B2B unterwegs, zu ich bin Einzelkämpfer, ja, und arbeite mit ein paar Freelancern zusammen. Vielleicht habe ich irgendwie eine Sekretärin oder eine Assistentin am Start, aber ich bin Einzelkämpfer. Ja, wie unterscheidet sich da tatsächlich das Marketing? Was hast du da für dich festgestellt und welche Sachen konntest du mitnehmen, welche Sachen gar nicht? Genau, das wäre mal interesting to know. Ja, beim Marketing, glaube ich, der Hauptunterschied ist, dass du bei dem einen für eine Company machst du Marketing und bei dem anderen machst du ein Personal Branding. Also du machst halt deine Personenmarke, die du aufbaust. Ja. So war es jedenfalls bei mir. Also vorher haben wir ein Marketing gemacht. Wir haben unsere Firma positioniert als schnelles, kreatives Beiboot, was die großen Tanker überholt, schneller ist und ein bisschen günstiger ist und geilere Produkte liefert. So haben wir die Firma positioniert. Ja, klar, das hing natürlich auch an zwei Personen, also an mir und meinem Geschäftspartner. Das waren natürlich auch Personenmarken, aber das war immer so, wir haben auch unsere Mitarbeiter, so ein kreatives Team, so die zweite Ebene direkt unter uns, alle gleichberechtigt, Familie, flache Hierarchien, alle arbeiten da, weil sie Bock haben und hauen die größte Kreativität raus. Und das war unser Brand und der hat mega funktioniert. Und nur so konnten wir in den Markt rein, der eigentlich komplett gesättigt war. Der Markt braucht keine neue Produktionsfirma. Wir haben es halt trotzdem hinbekommen. Wir sind echt spitz in die Nische gegangen. Das ist der Unterschied. Jetzt habe ich, und jetzt, das Ding ist nämlich, ich dachte, beim Network wäre das anders und bin erst sehr breit reingegangen und habe gar nicht gecheckt, dass man im Network, also ich hab im Network erstmal alle angesprochen, so wie jeder so am Anfang. Du bist ja froh, wenn du jemanden einschreibst, gell? Du quatschst erstmal jeden an, jeden, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Den Fehler macht jeder Networker, ich habe ihn natürlich auch gemacht, alles gut. Sind aber bis heute noch verdammt gute Kunden dabei rumgekommen und auch hängen geblieben, davon mal abgesehen. Aber ich habe noch überhaupt nicht mit Zielgruppen gearbeitet. Ich habe erst sehr viel später gemerkt, spitz irgendwo reinzugehen hilft immer. Außer du verkaufst Persil, ja, oder Dallmayr Prodomo. Ja. Also wenn du so ein Produkt hast, dann erst gemerkt, ich muss spitz mir meine Zielgruppe aussuchen und muss mich da als Personenmarke positionieren für Expertenstatus, Wissen, Trust, Historie und halt, dass Leute denken, okay, pass auf, der Typ, wenn der mich mentort, und jetzt ist ja auch mein Slogan, früher war, ich suche nur die Besten und die nehme ich alle. Das hat gut funktioniert, aber mein neuer Slogan oder mein neues Branding ist tatsächlich, ich mache Menschen erfolgreicher, als sie es waren, bevor sie mich getroffen haben. Ja. Und zwar egal, im Network, als Unternehmer, als Berater, als Geschäftspartner oder als privater Mensch. Ich mache Menschen erfolgreicher, als sie es waren, bevor sie mich getroffen haben. Und da fühle ich mich jetzt gerade krass wohl mit. Das ist mein Personal Brand. Optisch war mir mein Personal Brand immer schon klar. Wer mein Instagram verfolgt und so, weiß das. Wer meine Landingpages kennt, alles irgendwie ein bisschen durchgestylt oder so. Ich habe auch eine spezielle Fotografin dafür, einen speziellen Videografen. Ich habe das alles sehr durchgestylt und sehr komponiert. Ja. Nur das Innere hat mir noch ein bisschen gefehlt. Und jetzt. Und das ist halt mega geil. Und das ist der Unterschied. Also. Eigentlich nicht, jetzt bin ich wieder spitz drin, aber mache jetzt sozusagen eine Personenmarke und nicht eine Company-Marke. Okay, das heißt im Prinzip auch, wie verhält sich das vom Gedankengang her? Also, weil eben du hast das ja vorhin erklärt, also Gedankengang beim Unternehmen war, wie kann ich das Unternehmen in seiner Einheit mit den Mitarbeitern und so weiter im Prinzip branden, was kann ich da in den Vordergrund bringen? Da arbeitest du wahrscheinlich auch viel mehr einfach mit den Produkten, die ihr an sich anbietet, ne? Also viel mehr die Produkte in den Vordergrund zu stellen
Und jetzt bei dir geht es einfach hauptsächlich dich als Person und so weiter und so eine gewisse Transformation einfach nach vorne zu bewegen. Das ist ja das Schöne, genereller Tipp jetzt einfach, dieses Thema Transformation zu verkaufen. Das ist gerade der, ich sag mal, nicht Running Gag, aber das, was eigentlich jeder macht, der wirklich erfolgreiches Marketing hat, eine Transformation zu verkaufen. Ja? Und das bringt eigentlich deinen Spruch ganz gut auf die Beine. Finde ich an sich ganz cool. Was hast du generell, was war für dich das wertvollste Marketing-Learning an sich? Also wo ist dir ein Licht aufgegangen irgendwann mal? Ich erinnere mich an eine Geschichte, die du mal erzählt hast, aber vielleicht ist es auch was anderes bei dir, wo dir mal ein Licht aufgegangen ist, wo du auf einmal verstanden hast, hätte ich das mal schon früher ständig gemacht, ja? Genau, und wo du das dann durchgezogen hast und gemerkt hast, okay, das ist es. So, das ist so dieser Blueprint, das ist der rote Faden und der funktioniert. Ja, das war Transformation. Also das Krasse ist echt verrückt. Mein Leben lang beschäftige ich mich mit Storytelling. Wie erzähle ich eine Geschichte? Egal ob auf der Bühne oder im Fernsehen. Nur Marketing habe ich noch gar nicht so radikal durchgezogen bis vor einiger Zeit. Also Storytelling ist die Meisterklasse des Marketings. Ne? Also du hast wirklich eine Weiterentwicklung, du hast eine Transformationsgeschichte, du hast einen Protagonisten mit einem Ziel, der sich verändern muss und durch Konflikte gehen muss, um ein Ziel zu erreichen. Und wenn du diese vier Punkte hast, hast du eine gute Geschichte. Und das habe ich noch lange nicht so radikal gemacht. Ich habe das noch ein bisschen oberflächlicher alles gemacht und bin auch noch nicht so tief in meine eigene Geschichte eingestiegen. Ne? Hab mir auch noch viele Dinge jetzt so nicht privat erzählt. Also weder irgendwie jetzt mit, dass wir von Sozialhilfe gelebt haben und dass wir privat als Herausforderungen gesundheitlich hatten. Diese Geschichten erzähle ich jetzt aber, weil sie wahr sind und ich instrumentalisiere sie nicht, aber die Leute können sich damit viel besser verbinden. Dadurch werde ich viel anfassbarer und haptischer. Ich meine, jetzt ist es ja so, wir arbeiten auf mehreren Ebenen. Du bist ja auch für mein Performance-Marketing zuständig und machst die Ad-Schaltung und das ist halt hervorragend und großartig. Und das fand ich halt auch so spannend. Du hast ja mehrere Geschichten geschaltet und die eine Anzeige, die so gut performt hat, war die, wo du einfach von mir meine komplette Story genommen hast und da reinkopiert hast. Und die Leute wollten offensichtlich, klar, ich hatte ein schönes Video mit Bildern aus L.A. und alles shiny und schön, aber was die Leute wohl irgendwie gemacht haben, war wohl, sich diese Geschichte durchzulesen. Und zwar lange, was ich nie gedacht hätte. Ich habe echt gedacht, das wird die schlechtest performende Anzeige bei uns. Und es war die beste, weil die Leute mussten sich gefühlt einen Roman durchlesen, aber die wollten das. Die wollten meine Geschichte lesen und haben dann gedacht, ach, guck mal, irgendwie kann ich mich doch mit dem Typ verbinden, emotional, da klicke ich mal drauf. Ja. Und das hat mich geflasht. Und das hatte ich schon viel früher machen sollen. Ich bereue das nicht, habe ja das Thema bereuen, aber es ist doch ein krasses Learning. Es geht darum, so persönlich wie möglich zu werden. Und das ist der Unterschied zu dem, was ich vorher gemacht habe. Das machst du bei der Company so nicht, wenn du eine Firma promotest. Wenn du dich selber promotest, ist es, je authentischer, ehrlicher, näher an dir dran das ist, ohne Seelenstriptease oder Gefühlsporno zu machen, oder um das irgendwie, ohne das auszunutzen, ganz ehrlich sagen, das, was du mir gemacht hast und mit diesem Facebook-Pixel und wie das funktioniert und was das kann, ich finde, das ist ein Atomsprengkopf, ne? Das ist waffenscheinpflichtig, was das kann. Im positiven Sinne. Ich finde das unfassbar. Und die Ergebnisse sind der Hammer und ich habe geile Leute getroffen dadurch und geile Leute in mein Leben geholt, egal, ob sie jetzt bei mir im Network gestartet sind oder ich mache sogar mit Leuten jetzt eine andere Firma dann, lustigerweise dadurch, weil ich die kennengelernt habe. Weil ein Facebook-Pixel für mich nach Leuten geguckt hat, die zu mir passen. Finde ich schon echt, das ist ein krasses Learning aus dem letzten halben Jahr. Ist geil, ne? Für den einen oder anderen beängstigend, aber tatsächlich einfach geil im Prinzip. Was der Facebook-Pixel kann im Prinzip. Und das ist genereller Tipp jetzt für alle, die sich mit Facebook-Anzeigen beschäftigen. Lasst eure Zielgruppen so offen wie möglich. Das ist ein großer Tipp. Lasst eure Zielgruppen so offen wie möglich, weil ihr basierend auf eurem Budget nicht alle Leute erreichen werdet, sondern immer nur einen kleinen Teil der Menschen. Und euer Facebook-Pixel ist wie ein Baby im Prinzip. Alle Informationen, die ihr diesem Pixel gebt, saugt er auf wie ein Schwamm und versucht noch mehr von diesen Informationen zu sammeln. Und wenn ihr die ersten Leute habt, die beispielsweise sich eintragen bei euch oder interagieren oder sonst was, sucht der Pixel aus eurer großen Zielgruppe genau die Leute raus, die den am ähnlichsten sehen. Im Vergleich zu, wenn du eine kleine Zielgruppe von 10.000, 20.000 Leuten hast, weil das ist ja oftmals ein Problem, was viele machen wollen. Ja, ich will Unternehmer und die Besten und die sollen alle 1 Million im Jahr Haushaltseinkommen haben und die sollen in der Königsstraße hier wohnen und die sollen in der Allee leben und das und das und das. Alles Schwachsinn.
du sollst tatsächlich, umso größer du die Zielgruppe lässt, umso mehr Spielraum lässt du entsprechend auch Facebook, um die besten Leute rauszufinden oder rauszusuchen. Aber das mal nur. Das fand ich auch ganz cool, was du gestern übrigens, ich bin ja bei dir auch in der Social Media WhatsApp-Gruppe, ne? Ja. Und da hast du ja gestern geschrieben, da kam ja gestern genau die Frage, wie erreiche ich Leute, die wahnsinnig viel Geld haben? Ja. Und da war ja auch deine Antwort, targetier die nicht über irgendwelche Demografien, sondern mach eine geile Copy. Also schreib genau den Text, der die Leute anspricht. Mach genau das Video, was die Leute anspricht. Und das ist ja genau das. Ich glaube, du filterst viel mehr durch den Text, durch deine Persönlichkeit, das Video und den Stil, als du das über Demografieeinstellungen jemals könntest. Und ich glaube, genau was du sagst, der Facebook-Pixel macht den Rest. Und das fand ich halt cool, weil das war genau das, was du gestern geantwortet hattest in der Gruppe. Ja, es ist krass, weil ich kann dir, also nur damit du das mal kurz hier siehst, ich kann mal, es sieht jetzt nicht jeder, der sich den Podcast anhört, sieht das jetzt leider nicht. Aber ich werde euch hier mal kurz eine Sache öffnen. Bei mir auf dem Bildschirm. Und zwar habe ich hier mal ein paar Copies am Start. Ne? Das ist der Anti-9-to-5-Text, einer, den ich geschrieben habe. Schau dir mal an, wie lang der Text ist. Ne? Also das ist, der geht bis hier Wahnsinn. Runter. Das ist einer von den paar Texten, die ich am Start habe. So, jetzt muss ich mal kurz hier durchgucken. Jetzt habe ich hier, weil ich gemerkt habe, dass lange Copies einfach am besten funktionieren. Hier habe ich eine Conor McGregor-Copy, die ewig lang ist. Guck mal, die geht auch geil. Ewig. Das sind alles 4.000 bis 5.000 Zeichen. Das sind 4.000 bis 5.000 Zeichen, die ich hier drin habe. Und diese Copies, also diese Texte, funktionieren echt am besten. Und das wurde damals schon herausgefunden. Ich weiß nicht mehr, wie der Kollege heißt. Ich muss das mal kurz recherchieren später. Aber der zuallererst damals Copywriting überhaupt erfunden hat, ja, der Kollege, der das erfunden hat damals, das ist genau der das immer wieder gepreacht hat. Der wurde gechased von den ganzen Medienagenturen. Ich merke aber, die Leute dich halt erkennen lernen können, ne? So, der wurde von allen gechased, weil er einfach die besten Copies für Fernsehen und für Print geschrieben hat. Und die waren alle ewig lang. Die waren alle ewig lang. Ich finde es gleich raus, wie der heißt. Ich habe es hier gerade offen. Eine Sekunde. Wo ist denn der Kollege? So. David Ogilvy. Also David Ogilvy heißt der, ja. Also super. Ja, der hat ja eine der größten der Ogilvy, der hat ja dann eine der größten Werbeagenturen der Welt gegründet, ne? Genau. Und Ogilvy, das ist der hat im Prinzip Copy, beziehungsweise Direct Response, beziehungsweise Copywriting zu dem gemacht, was das ist, an sich. Ne? Also der hat ja auch, also allein seine. Das ist ja der Unterschied. Wir haben jetzt hier beispielsweise, ich habe mich hier mal einfach ein paar coole, ich kann es dir hier mal zeigen, coole Sachen einfach rausgefiltert, so an sich. Und hier hast du beispielsweise halt verschiedene Branding-Geschichten. Ne? Einmal General Branding, was halt die meisten machen. So Motorola, einfach irgendein Bild, Frau, Mann, und dann steht da Designed by you, assembled in the USA. Das ist halt, keine Ahnung, ist einfach Bullshit, ja, kein Direct Response. Ja. Was willst du da messen? Im Vergleich zu hier halt mal beispielsweise einer riesigen Copy von ihm mit einer geilen Headline auch, wo drin steht, at 60 miles an hour, the loudest noise in this new Rolls Royce comes from the electric clock. So, das ist halt einfach eine geile, nice. Gute halt Geschichte. Eine geile Headline, da kannst du gut reinstarten und so. Und das ist Copywriting super spannend. Ich würde nicht behaupten, dass ich irgendwie ein guter oder der beste Copywriter oder sonst was bin. Ich setze mich intensiv mit dem Thema Copywriting, Texte schreiben. Vielleicht kannst du dazu auch gleich was sagen, weil du musstest ja auch teilweise Drehbücher verkaufen, oder später? Wie das da aussieht. Ich beschäftige mich also mit dem Thema Copywriting an sich erst seit einem Jahr intensiv, aber ich poste schon seit 4 Jahren eigentlich tagtäglich fast auf Facebook oder Instagram Texte. Und ich habe immer gemerkt, dass lange Texte einfach am besten funktionieren. Ich habe mein Herz ausgeschüttet. Ich habe mein Herz ausgeschüttet, ich habe da bis zum letzten Zeichen alles rausgereizt und die Response war einfach immer gigantisch. Das ist krass, war der Wahnsinn, ja. Egal, ob ich Rechtschreibfehler, Zeichenfehler oder sonst was reingemacht habe, und das ist eine Sache, die erzähle ich auch immer wieder, beziehungsweise sage ich immer wieder ob es in meinen Programmen ist, ob es bei mir auf dem Social Media Day war oder auf der Social Media Tour, sage ich zu den meisten, schreib lange Texte. Weil das macht auch niemand anderer. Allein damit hebst du dich ab. Allein damit hebst du dich ab auf Social Media, wenn du anfängst, Longform-Copy zu nutzen, lange Texte zu schreiben. Und die,
einfach auch systematisch mal aufzubauen. Und oftmals, wenn die meisten nicht wissen, was sie posten sollen oder sowas, sage ich, fass einfach mal zusammen, was diese Woche bei dir passiert ist. Das reicht allein schon vollkommen aus. Aber was war so deine Erfahrung mit dem Thema Copywriting in letzter Zeit oder generell auch beim Thema in deinem Unternehmen früher? Also Copywriting ist bei uns super wichtig. Für die ersten 45 Sekunden, das ist der Opener oder die Miniatur. Also es ist eine Fernsehserie, also ein Format geht immer los, du hast 30 bis 45 Sekunden das Beste aus dem Format, aber es wird noch nicht verraten, wie es dann aufgelöst wird. Und dann kommt dieser grafische Opener, die Sendungsverpackung, bisschen Grafik, bewegte Animation und dann geht die Sendung los. Und deswegen das Geheimnis beim Fernsehen ist, du musst dem Zuschauer das Programm in 45, eigentlich in weniger, aber maximal 45 Sekunden so gut verkaufen, dass er jetzt die nächste Stunde da seiner wertvollen Zeit dir schenkt, ja, damit du ihm Werbung verkaufen kannst. Das ist ja im Grunde genommen der Deal. Ne? Das ist ja so der Privatfernsehdeal. Ich gebe dir was, das ist kostenlos, dafür guckst du Werbung. So. Und diese 45 Sekunden ist bei uns wirklich ganz klassisches journalistisches Handwerkszeug. Wer, wo, wann, was, wie und warum. Ne? Was siehst du jetzt in der nächsten Stunde? Worum geht's? Ne, also und dann, das ist halt unsere Copy, das ist halt wirklich, das muss da in der Sekunde sitzen. Dann ist natürlich die textliche Führung durch ein Fernsehen gesagt. Ich habe ja noch keine Meisterschaft erreicht, aber ich glaube, ich bin da gar nicht so schlecht. Ne? Ich finde das Thema Copywriting beim Thema Pitchen so wichtig. Also ich pitche gerne live, auf der Bühne, vor Leuten, ich pitche gerne. Und deswegen finde ich das immer so geil, weil Leute erzählen mir immer von High-Ticket-Formaten, ne, und von High-Ticket-Pricing und wie man sowas verkauft und sagen dann, ich habe einen 10.000-Euro-Kurs verkauft. Sage ich, ey, ich habe mal ein Produkt verkauft, das kostet 2 Millionen Euro in einem Pitch und habe beim Pitch das Ding zugemacht und die Unterschrift geholt. Und zwar habe ich da gepitcht vor Thomas Ebeling, Vorstand von ProSiebenSat.1, der ehemalige, und Dr. Edmund Stoiber, der ehemalige Ministerpräsident von Bayern. Die saßen in einem Pitch im Bayerischen Hof in München. Ich habe gepitcht, darum noch der ganze Vorstand von ProSiebenSat.1, also alle. Ich habe das Ding gepitcht, ich habe das Ding geclosed, am Tisch, 2 Millionen Euro Beauftragung, zack, bumm, Fernsehformat. So, und deswegen so viel zum Thema High-Priced Pitches und bla, da denke ich mir immer, okay. Gut, 10.000 ist eine Menge Geld, aber ich habe schon was anderes verkauft. Und zwar, also wirklich präsentiert mit mir hinter nur Screen, eine Keynote-Präsentation und eine sehr guten Copy. So, und dann habe ich losgelegt. Und das feiere ich halt. Das kommt halt vom Zaubern. Das ist meine Leidenschaft. Das ist halt, da ist das Zaubern mit drin. Das ist auch das, was ich da gerne gemacht habe beim Verkaufen im Medienbusiness. Und das ist das, wo ich jetzt, ich bin beim Network, ich gebe es auch gern zu, ich bin gerne auf der Bühne. Ich bin jetzt bei unserem Kickoff im Februar vor mehreren tausend Leuten auf der Bühne und als Sprecher gebucht und werde denen da ein bisschen was erzählen zum Thema Business und wie man das aufs Network anwenden kann und auf Branding. Ich liebe die Bühne. Ich bin da auch, ich bin ein bisschen bühnengeil. Ich gebe das auch gerne zu. Ich war bei dir gerne auf der Bühne, beim Social Media Day, ja. Bei Michael. Mann, ich liebe das. Die Bühne ist das, wo ich herkomme. Das habe ich mit Jahren angefangen. Das ist in meiner DNA. Ja. Und deswegen, ja. Ja, und auch das ist alles das, was du in Copy sozusagen übertragen kannst, weil auf der Bühne, du hast das, wir zwei haben so ein bisschen was Ähnliches. Du kannst deine Copy sofort mit Klicks und mit Conversions messen. Ich kann meine Copy gleich in Sales beziehungsweise in Applaus bemessen. Wenn die Leute mich ausbuhen, dann war es scheiße. Ja, schlechte Copy. Wenn ich aber Applaus bekomme oder Leute an der richtigen Stelle gelacht haben, dann weiß ich, könnte funktionieren. Deswegen, ich liebe halt, sofortige Response zu bekommen. Das ist auch das, was ich im Fernsehen vermisst habe. Bei dem Fernsehen machst du ein Projekt, da arbeitest du ein Jahr drauf hin, dann laufen 6-mal eine Stunde nacheinander, in 6 Wochen, hast eine Staffel produziert oder 8-mal eine Stunde und am nächsten Morgen kriegst du so eine Zahl, da steht drauf 12,6. Ja, das ist der Marktanteil bei der Zielgruppe 14 bis 49 in Deutschland. Also toll, was sagt mir das? Ein paar Frauen haben es mehr geguckt als Männer. Was sagt mir das? Gar nichts. Ich konnte daraus nichts lernen. Ja. Ich weiß nicht, was war gut, wo war es schlecht, was hätte ich besser machen können. Und das ist halt, das führt eben nicht zu Vervollkommnung. Und das habe ich da vermisst. Ja, ja, nachvollziehbar. Was glaubst du tatsächlich, weil wir haben darüber auch gesprochen, wie wird sich das Thema generell Medien, also Fernsehen, Radio, ich weiß nicht, inwiefern du dich mit Radio auseinandersetzt, aber Fernsehen, Radio und so weiter, inwiefern glaubst du, wird sich das weiter durchsetzen? Inwiefern glaubst du, wird das weiter laufen und funktionieren? Weil was ich ja super spannend finde oder super interessant finde, ist ja, dass tatsächlich Radiosender wie 1Live und so weiter jetzt auch eigene Podcasts starten, ne?
Also im Prinzip ist ja Radio fast schon so ein bisschen so Podcast-mäßig, hat es ja, aber die machen trotzdem nochmal eigene Podcasts und so Sachen. Also man merkt schon, dass der ein oder andere Radiosender und auch Fernsehsender generell so auf den Social-Media-Train aufsteigt, ne, so ein bisschen, mehr oder weniger. Aber was hast du da so für eine Prognose? Glaubst du, dass es zukünftig alles nur noch online sein wird? Ne? So wie auch, ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass ich weiß nicht, welche Fernsehserie das war, aber irgendeine Serie wurde bei ZDF, hat im Fernsehen total abgekackt, während die in der Mediathek voll abgegangen ist. Ja? Und so Sachen halt. Was ist da so ein bisschen so deine Prognose, dein Learning? Was glaubst du? Und siehst du da irgendwo auch eine Chance? Weil letztens hast du, ich weiß nicht, wo du das reingepostet hast, aber hast du gesagt oder geschrieben, ja, ich habe jetzt Anzeigen in der Zeitung geschalten, weil es auf einmal so günstig geworden ist und nicht so, was ist denn da passiert? Ja, hat der deine Steckdose gefasst oder was? Eine große Starkstromsteckdose, ja. Also das war übrigens mit Jan Böhmermann. Ne? Jan Böhmermann war jahrelang on-air ein totaler Flop und in der Mediathek ein Megastar. So, jetzt mittlerweile shiftet sich das ein bisschen um und die Leute gucken es auch live im Fernsehen, damit sie es gesehen haben können. Also ich glaube tatsächlich, Content is King, hat vor mir noch keiner gesagt, habe ich erfunden. Nee, also sagt jeder, Content is King. Und Content wird zukünftig konsumiert, auf welchem Weg auch immer. Es ist vollkommen... Die großen Sender starten alle ab nächstem Jahr ihre eigenen Plattformen. Das heißt, alles überall, immer zu jeder Zeit. Das ist der Punkt. Netflix wiederum ist weggegangen vom Binge-Watching. Die meisten Serien werden nicht mehr gebinge-watched und auf einmal online gestellt, sondern Designated Survivor musst du wöchentlich abwarten. Klar, wenn sie dann da sind, dann kannst du sie binge-watchen. Aber solange sie halt ganz normal wie in der Fernsehveröffentlichung kämen, wird Woche für Woche eine Folge fertig gemacht. So, die neuesten kannst du noch nicht binge-watchen, außer du wartest irgendwie 12 Wochen, bis die ganze Staffel da ist. Auch aus gutem Grund. Ja, das stimmt. 1Live und Konsorten machen mittlerweile sogar YouTube-Channels. Und was ich ja auch spannend finde, sie machen jede zweite Show bei denen, wird halt auch live per Webcam ins Web gestreamt. Du kannst also die Moderatoren im Studio sehen auf der Website und kannst halt gucken, wie sie da agieren, weil den Sendern das scheißegal ist, Entschuldigung, es ist denen scheißegal, wo das konsumiert wird. Hauptsache, der Content wird konsumiert. Es ist nur so, alles andere außer Fernsehen ist jetzt... Ne? Also Content verdient im Fernsehen schweinemäßig Geld. ProSieben macht, ich glaube, im Quartal 250.000 Gewinn im Quartal. Und obwohl die Reichweiten sinken, obwohl die Werbepreise sinken, machen die damit so viel Geld, das ist unfassbar. Ja? Das Gleiche gilt für RTL und alle Großen. Nur, die suchen eben auch neue Verbreitungswege. Von daher glaube ich, Content wird zukünftig überall sein. Es ist vollkommen wurscht. Ist das Internet, ist das über eine Set-Top-Box gekommen, ist das auf mein Display gekommen, auf meinem iPad, ist wurscht. Ich glaube nur, dass Werbeausgaben tatsächlich definitiv jetzt peu à peu immer mehr gegen Internet gehen werden. Passiert ja auch schon, wird auch schon riesengroß. Ich glaube, die Unterscheidung wird gar nicht mehr so gemacht. Das Einzige, was du im Fernsehen hast, sind große Live-Shows, so Lagerfeuer-TV nennt man das, was du live gucken musst, um am nächsten Morgen drüber reden zu können. Und da probieren gerade alle Fernsehsender hinzugehen. Große Events zu schaffen, wie früher mal Wetten, das war. Wetten, das war das Ding, wo 80% der Deutschen davor gesessen haben. Lagerfeuer-TV, es war so ein Verbundenheitsgefühl. Ja. Alle saßen in der Höhle am Lagerfeuer. Hat sehr niedrige, alte Instinkte angesprochen. Und dann am nächsten Morgen konnte man drüber reden bei der Arbeit und auf dem Schulhof. Und das ist das Ding, was Social Media jetzt sehr gut kann, weil es halt sehr viel mehr live ist. Gerade Insta-Stories und Content sind sehr viel mehr live. Beides hat seine Berechtigung. Und vor allem auch in Altersgruppen. Es gibt halt einfach, Fernsehen wird älter, aber ich glaube, der Deutsche guckt im Schnitt über alle Altersgruppen immer noch 5,5 Stunden Fernsehen am Tag. Das ist brutal viel. Ja, ist krass. Ist auf jeden Fall krass. Also ich merke selbst hier bei uns in der Wohnung, aber das liegt an Sarah, nicht an mir. Läuft, ist am Tag der Fernseher auch mindestens 3-4 Stunden an, selbst wenn nur irgendwie im Hintergrund How I Met Your Mother läuft oder sowas. Genau. Was das angeht. Das Interessante ist ja, ich habe jetzt so viele verschiedene Dokumentationen gelesen im Prinzip, ne? Keine Ahnung, ob es jetzt im Business Punk war, Manager Magazin oder sonst was, über Netflix, über Amazon Prime und sonst was, wo jetzt halt gerade die ganzen Streaming-Plattformen
gerade einen Haufen Kohle ausgeben für zwei Sachen und das ist so interesting. Da geht mir echt, oh, da geht mir das Herz auf, einfach bei diese Transition zu sehen, ne? Diesen Switch zu sehen, dass die Geld dafür ausgeben. Jetzt pass auf, was das für Füchse sind. Die stecken hunderte Millionen im Jahr in Ausbildungszentren für gute, nicht Copyschreiber, aber hier Drehbuchautoren, für Leute, die sich die geilsten Ideen aus dem Arsch ziehen. Das heißt, die machen ihre eigenen Schulen auf, wo die sagen, du bist kreativ, du bist kreativ, du bist kreativ, du bist kreativ, geh da rein und weh, du bringst uns keinen Hit, ja, so nach dem Motto. Und das Geile ist ja vor allem, dass da halt jeder, der irgendwie eine coole Idee hat auf einmal, die Möglichkeit hat, halt seine eigene Serie zu produzieren und das zu machen und das in allen möglichen Ländern. Ey, ich weiß nicht, ich habe noch nie in meinem Leben zuvor eine spanische oder eine italienische Serie gesehen und auf einmal auf Netflix gehen spanische und italienische voll durch die Decke. Ja, Haus des Geldes, ja. Wie ist das nochmal, dieser Elite, ne, mit dieser Elite-Uni und dann ist da was Ähnliches nochmal mit einer anderen Schule bloß in Italien. Also auch dieses Thema junge Leute, Drogen, Sex, was geht ab? Weil das ist ja wieder das nächste Paradigma. Das ist ja wieder das nächste Paradigma, ne? Dass das Lustige ja eigentlich ist, dass ja die Erwachsenen, die eigentlich bis vor kurzem ja selber noch Jugendliche waren, eigentlich gar keine Ahnung mehr davon haben, was bei den Jugendlichen abgeht. Das sind ja eigentlich so zwei verschiedene Welten. Jugendliche sprechen ja nicht mit ihren Eltern oder mit den Erwachsenen darüber, was bei denen im Leben abgeht. Ne? Und deshalb ist das ja so was Spannendes und so super interessant, darüber jetzt auch im Fernsehen wieder zu erzählen. Aber gut, ich gehe gerade voll auf in Euphorie, weil ich einfach eben diese Transformation einfach sehe, ne? Und das einfach Spaß macht, das anzusehen und da so mit dabei zu sein, das zu erleben. Aber eben, ja, wie schwer war es früher tatsächlich, ich sag mal, wenn du eine geile Idee hattest, die ins Fernsehen zu kriegen? Und wie gut bist du da gerade connected oder hast du gerade Ahnung eben von dem Thema, dass jetzt mittlerweile, ich sag mal, Hans und Franz die Möglichkeit haben, alles zu produzieren, was sie wollen, weil es schon irgendjemand gucken wird? Ja, also, das hat nicht Netflix erfunden. Netflix hat das auch nur nachgemacht seit den 1920er-Jahren solche Schulen aufgebaut. Diese Schulen gibt es überall. Jeder deutsche Sender hat so eine. Das gibt es überall. Netflix macht es halt jetzt nur groß und promotet es gut. Man darf vergessen, Netflix hat noch nie Geld verdient. Netflix ist genau wie Zalando, nur auf Reichweite, noch nie Geld verdient. Amazon Prime hat angekündigt eine riesen Serienoffensive, da ist bisher noch nichts gekommen, bis auf You Are Wanted, was nach zwei Staffeln eingestellt wurde. Und man darf nicht vergessen, die haben ein Spending von 8 Milliarden, ich glaube 8 Milliarden weltweit pro Jahr macht Netflix, ja? Investieren sie in Produktionen weltweit. Auf Deutschland entfallen ungefähr 1600 Sendeminuten von deutschem Content. Die produzieren 1600 Minuten. So, die deutsche Medienlandschaft produziert 700.000 Minuten und allein die deutsche Medienlandschaft hat für nur Deutschland knappe 4,8 Milliarden pro Jahr. Um das mal in Relation zu packen, wie klein Netflix ist, ne? Obwohl alle darüber reden. Aber Deutschland ist auch der zweit- bzw. drittwichtigste Fernsehmarkt der Welt. Von daher sind wir auch weit vorne. Ich finde es mega, dass da die Ausbildung gemacht wird. Ich finde es mega, dass Leute promoten und producen können. Bei Netflix kommen sie trotzdem nicht rein. Also da sind die Einstiegsbarrieren extrem hoch, genau wie im Fernsehen auch. Da kommst du nur rein durch Connections, durch Zugangsbeschränkungen, durch Erfahrungen. Also das dauert, es ist ein langer Weg. Viel spannender ist es, dass es sowas wie YouTube gibt. Auf YouTube kann jeder Content produzieren. Ja. Auf, keine Ahnung, Twitch kannst du irgendwie deine ganzen Geschichten streamen, was auch immer. Das ist interessant. Und da könnte dich dann auch einer entdecken von Netflix, weil das screenen die, genau wie die deutschen Sender und die internationalen Sender. Also die Einstiegshürde bei diesen Profis ist weiterhin hoch, mag sie vielleicht auch ein bisschen gesenkt haben, aber ich meine, wer hat denn Aufträge bekommen? Wiedemann und Berg, eine der größten Produktionsfirmen in Deutschland, zwar sehr jung, aber super etabliert. Moritz bleibt treu hier. Fari Yadim, Till Schweiger, Schweighöfer. Also nur die A-Liga bekommt irgendwelche Zugänge. Es gibt keine offenen Zugänge für Kreative. Es ist nur einfacher. Wenn ich ja feiere, sind die drei Jungs, die vor Blogs geschrieben haben. Ja. Hast du gesehen? Auf TNT. Wurde noch über Sky ausgestrahlt. Es war eine TNT-Serie, die auf Sky ausgestrahlt wurde. Die haben 4 Blocks gemacht, dieses Gangster-Drama aus Berlin. Die beste deutsche Serie, meines Erachtens, seit gefühlt 10 Jahren. Unfassbar gut, 2 Staffeln. Und das sind 3 Jungs, super jung, 24, 26, 28, keine Ahnung.
die haben die geschrieben, so drei wirklich eher so Seglerschüchen und Kaschmirpulloverchen, also wirklich aus gutem, behütetem Hause, haben die krasseste Gangster-Drama-Serie geschrieben, als hätten sie dort gelebt, als wären sie in der Shisha-Bar neben den Jungs aufgewachsen und hätten in irgendeinem arabischen kriminellen Großclan ihre Babytage verbracht. Und sowas feiere ich. Das ist total krass. Aber die Jungs haben auch gearbeitet wie die Tiere, haben recherchiert wie die Tiere, haben die geilsten Bücher geschrieben, haben die Connections gemacht, sind langsam hoch, Schritt für Schritt und haben das Ding dann gedroppt. Und das ist, glaube ich, das Einzige. Du musst Schritt für Schritt geben. Es gibt keine Abkürzung, nie. Also es gibt Leute, die gehen schnell hoch, die gehen aber auch schnell wieder runter. Ich habe noch niemanden lange oben gesehen, der eine Abkürzung genommen hat. Und ich gucke jetzt schon tatsächlich seit ein paar Jahren auf Business, egal wo. Es geht um Schritt für Schritt, es geht um Learning for Learning und dann wirst du automatisch mit den ganz Großen mitspielen, automatisch. Und dann gibt es auch keine Zugangsbeschränkungen mehr. Aber mir hat mein Lehrer damals gesagt, mein Filmlehrer hat mir gesagt, mach einen Film für 100 Euro, wenn der gut läuft, mach einen für 1.000. Wenn der gut läuft, mach einen für 10.000. Wenn der gut läuft, für 100.000. Dann kommt vielleicht irgendwann mal einer aus Hollywood und sagt, ich gebe dir mal 100 Millionen. Aber Schritt für Schritt, du kannst keine Abkürzung nehmen, geht nicht. War das mal ein Traum von dir, dass du mal einen Hollywood-Film produzierst? Natürlich, Mann. Was meinst du, warum ich meinen Sohn Oscar genannt habe? Damit ich endlich mal einen Oscar. Ey, stimmt. Nee, weil das ist der Grund. Dass du den Oscar genannt hast. Nee, natürlich. Ich bin nur nicht genommen worden. Aber auch da zum Thema, ne? Ich bin ja auch so ein Fan davon, Systeme hacken. Aber auch das geht erst mit einer gewissen Erfahrung. Das ist auch keine Abkürzung. Ich bin mit 19 bei der Filmhochschule abgelehnt worden. Ich bin mit 20 bei der Filmhochschule abgelehnt worden. Hab gesagt, wisst ihr was? Ich mach's jetzt selber. Und war mit 26 an Deutschlands renommiertester Filmhochschule Gastdozent und habe dort die Diplomanden mit betreut, ohne das jemals studiert zu haben. Ja. 6 Jahre später. So viel zum Thema. Ne? Systeme sind gut, Systeme kann man aber auch umgehen. Man muss nur gucken, in welchem System fühlt man sich wohl und welches ist das, was mich am schnellsten zum Erfolg führt. Im Nachhinein war ich froh, dass ich nie genommen wurde an der Filmhochschule, sonst hätte ich den Weg so nicht gehen können, glaube ich, im Nachhinein. Ich muss gerade innerlich immer, breche ich gerade immer noch zusammen, was du gesagt hast. Deshalb war ich so ein Oscar. Damit ja, ich weil ich meinen Oscar haben wollte. Ja, deswegen habe ich ihn auch Oscar mit C genannt und nicht mit K. Das war der Grund. Ja, ja. Aber wie hast du es Charlotte verkauft, den Namen? Wir waren gleichzeitig, bei dem Jungsnamen waren wir beide gleichzeitig, als ob wir es im Kopf gehabt hätten, haben beide Oscar gesagt und beide haben es mit C gesehen. Bei einem Mädchen hätten wir mehr Probleme bekommen. Also bei einem Mädchen da hätten wir uns gestritten. Beim jungen Namen war es Gott sei Dank klar. Oscar ist irgendwie cool. Das ist auch, ich weiß nicht, das ist auch kein Name, auf den du irgendwie schikanierende Reime oder sowas machen kannst. Ne? Nix. Sehr gut. Er ist halt frech wie Oscar. Oscar, ne, okay, das ist das Einzige, was es so als Wort gibt, ne, aber das stimmt halt in dem Fall auch. Yeah. Und wir haben jetzt Nikolaus gehabt, letztes Wochenende haben wir mit der Familie Nikolaus gefeiert, mit 30 Leuten. Und dann kommt er auch, so voll verkleidet und alle Eltern schreiben für die Kinder so einen Reim, so ein kleines Gedicht. Das sagt dann der Nikolaus und liest das vor, als ob er es geschrieben hätte. Yeah. Also wer hier noch an den Nikolaus jetzt glaubt, die nächsten Minuten kurz nicht zuhören. Es kommt jetzt ein kurzer Spoiler. Auf alle Fälle haben wir die letzte Zeile für ihn getextet irgendwie. Bist süß wie Zucker, baust häufig Mist, deshalb genau so wie du. Und der Nikolaus hat gelacht, der hat sich bepisst vor Lachen und ist so am Ende zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, der Nikolaus findet es gut, dass ich ab und zu mal Mist mache. Ich so, ja, ich weiß, mach weiter, alles passt, Leute. Ach, Mann. Crazy. Ich weiß nicht, wie viel Zeit hast du noch? So, weiß nicht, so 10 Minuten schon noch. 10 Minuten hast du auf jeden Fall noch. Ja, entspannt, cool. Ich frage dich einfach mal, gibt es gerade ein Thema in deinem Leben, was dir am Herzen liegt? Irgendwas, vielleicht auch etwas, was dir im Marketing aufgefallen ist, was dich besonders flasht, so wie mich gerade irgendwie, die Streaming-Plattform und sonst was alles? Was mich gerade total flasht? Im Marketing. Ja, oder allgemein im Leben, was beschäftigt dich? Positiv, also ich kann dir sagen, oder negativ? Also ich kann dir sagen, was mich total flasht, mehrere Sachen. Gerade die Aufbruchstimmung, die ich zum ersten Mal seit langem wieder habe. Ich gründe gerade Firmen, ich baue gerade Unternehmer auf. Ich finde es mega. Allein die Zauberschule hier in München, irgendwie ein kleines Mini-Side-Projekt, was trotzdem super viel Geld verdient und Spaß macht und sich nicht wie Arbeit anfühlt, ist mega. Meine zurück
Besinnung auf die Zauberei flasht mich gerade. Ich fliege nächste Woche Montag nach L.A. Ich bin akkreditiertes Member der wichtigsten Zauberervereinigung der Welt seit heute. Heute kam offiziell die Bestätigung. Ich bin Mitglied in der AMA. Das ist die Academy of Magical Arts. Das sind die Oscars der Magie. Und die haben, das ist die exklusivste Zaubervereinigung der Welt. Du kommst da nur rein, wenn du selber Profi bist und du brauchst einen Bürgen. Du kannst dich da nicht reinkaufen. Es gibt keine Möglichkeiten. Das ist wirklich so exklusiv. Und die haben halt ein Schloss in Hollywood. Heißt das Magic Castle. Und da kommst du auch nur als Member rein. Und jetzt bin ich das erste Mal als Member drin. Bisher immer nur als Gast von Freunden und diesmal als Member. Und da siehst du jeden Abend 4 bis 5 Zauberkünstler und lauter zauberverrückte Menschen. 400, 500 passen da rein. Und da sind so Leute drin. Leute, die was erreicht haben und so totales Understanding machen. So totales Understatement. Da habe ich einen Typen kennengelernt im Sommer, als ich da gelebt habe. Mit dem habe ich da 3, 4 Abende gechillt. Zauberer. Abgewetztes Kordsakko, weil du musst da mit Sakko und Krawatte reingehen, das ist Dresscode, mindestens, am liebsten natürlich Anzug, der war immer so abgewetzt, der war so Anfang 40, ein cooler Typ. Also nach 3 Tagen frage ich den Bürgen von mir, also der mich sozusagen da sponsert in diesem magischen Zirkel, frage ich ihn, wer ist denn das eigentlich? Sagt er, ah, der hat so eine Firma gegründet, aber der arbeitet jetzt nicht mehr viel. Ich so, krass, was für eine Firma? Sagt er, ja, der ist da aber ausgestiegen. Ich so, ja, wie heißt die denn? Sagt er, EA Sports. Willst du mich eigentlich verarschen, Mann? Tiefenentspannt, keine Statussymbole, Schild an der Bar, will der beste will sich weiterentwickeln, hat Dinge hinter sich gelassen, macht eine Transformation, Mann. Also ist so eine Verpuppung, wie so eine Schlange, die sich häutet. Das ist natürlich auch meine Lebenssituation gerade, von daher feiere ich das gerade. Das liebe ich gerade sehr. Also diese Rückbesinnung zur Zauberei, die jetzt lange Jahre bei mir pausiert hat. Ich werde jetzt auch kein aktiver Zauberer mehr, aber die Zauberei ist halt so ein wichtiges Element in meinem Leben. Und hat auch mein Marketing einfach bestimmt. Genau, das flasht mich. Was Neues aufbauen flasht mich. Leute groß werden sehen flasht mich. Oscar groß sehen werden flasht mich. Und ich freue mich auf L.A. Das ist das Einzige. Ich mache jetzt hier noch 3 Tage und dann gehe ich nach L.A. für 5 Wochen und werde da in Venice wohnen, in einem wunderschönen Haus. Freue mich da so drauf. Habt auch wieder ein neues Fotoshooting, start ins neue Jahr. Und ich bin, also so Angstfreiheit flasht mich. Als Unternehmer ist viel Angst irgendwie, also viel Verantwortlichkeit und Angst. Und gerade ist es so, Mann, wenn es statistisch wirklich stimmt, haben wir als Männer in Deutschland was, 75 Jahre auf diesem Planeten sind, ist nicht so lang. Geht es echt eigentlich nur darum, was willst du machen? Ja. Ich will jetzt nicht mal große Fußspuren. Ja? Der Durchschnittseuropäer hat 72 Jahre zu leben. Siehst du? Und guck mal, was nämlich jetzt hier neuerdings bei mir überall steht in meiner neuen Dings. Schau mal, die habe ich mir gekauft, weil ich die so geil fand. Und weil es aber auch also, so stimmt. Daraus soll mal, nämlich, der Chris soll, der Chris soll mal daraus ein Design machen, weißt du? So vielleicht. Das finde ich so geil. So eine Animation. Weißt du, was geil wäre? Boah, das ist vielleicht ein. Ich weiß nicht, ob das ein positives oder ein schlechtes Weg ist, aber. Wenn dein Sohn auf die Welt kommt und du schenkst ihm so eine Sanduhr, die 72 Jahre lang umläuft, weißt du? So runterläuft. Das ist krass. Und du so, yo, Bro, das ist deine Zeit, die läuft ab. Mach was draus. Mach was draus, weißt du? Und dann irgendwann eher so, weißt du was, Papa, ich scheiß drauf. Und irgendwie so mit 30 kippt er die wieder so zurück um, Alter. Und dann, ja, also ich will die Zeit zurückdrehen. Naja, egal. Oder er hält sie an. Nein, ich sag dir, was mich flasht. Also ich sag dir, ich habe ja so ein bisschen ein paar Missionen, ne, und immer so Ziele und musste jetzt neue setzen, weil ich einfach auch schon viel abgehakt habe. Viel früher, als ich das jemals gedacht hätte. Deswegen, das heißt ja immer, setz dir Ziele, die dir ein bisschen Angst machen, die eigentlich viel zu groß sind. Und das habe ich immer so blabber gehalten, aber es stimmt. Also ich wollte mal meine eigene Fernsehzaubershow haben. Die hatte ich mit 26. Hatte ich meine eigene Fernsehzaubershow, wo ich das Gesicht war, auf RTL 2. Das habe ich gefeiert. Das war krass. Das hätte ich nie gedacht. Dann wollte ich Fernsehpreis, Grimme-Preis gewinnen, eine Firma haben. Das habe ich jetzt alles auch schon hinter mich gebracht. Meine erste Firma war Marktführer in Köln. Meine zweite Firma war unter den Top 15 in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und jetzt habe ich einfach Bock, nochmal richtig sowas zu starten. Also auch mal so international was groß zu machen. Und das mache ich jetzt gerade. Und das ist das, was ich jetzt irgendwie aufbaue oder wo ich parallel machen möchte, um nochmal richtig, ja, einfach, man sagt ja, Männer zwischen 35 und 45 haben die höchste Schaffenskraft, angeblich, karrieremäßig. Und da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf, jetzt richtig irgendwie Halligalli zu machen und die Zeit auch mal so richtig auszunutzen. Und parallel halt einfach so oft es geht, nach L.A. fliegen, die Zeit genießen. Ja, Lebensqualität. Es geht alles nur noch um Lebensqualität. Nicht mehr um Kohle.
Lebensqualität. Geld ist allerdings ein Mittel zum Zweck, um Lebensqualität zu erreichen. Und von daher auch einfach sollte man ein gesundes Verhältnis dazu aufbauen. Ah, sehr deep, Uwe, sehr deep. Sag mal, hast du selber ein Netflix-Abo? Klar, habe ich ein Netflix-Abo. Ich war der erste Produzent, der eine Netflix-Show auf. Ich war der Erste, der eine Netflix-Show hatte. Wir haben damals eine Show von uns gekauft, die auf ZDF Neo lief. Ein deutscher Cartoon, das hieß Deutsches Fleisch. Der erste in Deutschland produzierte Cartoon für Erwachsene. Sowas wie Simpsons, nur in sehr dreckig und sehr bös. Ja. Und eine der ersten drei Shows, die sie gekauft haben in Deutschland, war unsere. Deutsches Fleisch. Und dieses Jahr haben wir dann auch Produktflix. Also haben wir wirklich auch in L.A. eine Show mit Sylvester Stallone produziert, zweiter Staffeln. Wo wir die deutsche Serie, also Ultimate Beastmaster, die größte Gameshow der Welt, haben wir produziert, den deutschen Feed und auch gecastet. Und deswegen, da musste ich natürlich haben. Und es gibt eine Show, beziehungsweise mehrere, wo mein Abspann, also eine Netflix-Show, wo ich hinten im Abspann stehe. Nee. Ja, also ich habe, ne, also ich kann sterben, so, ich habe alles erreicht. Ich habe hab einen Abspann bei Netflix, durch, was soll ich noch machen? Mehr kommt nicht. Nee, Feierabend ist Feierabend. Mehr ist nicht. Ich frage nur, weil ich bin gerade auf diesem Magietrip. Ich muss zu dir in die Zauberschule kommen, weil da sind zwei Menschen, die mich total faszinieren. Oder der eine irritiert mich, der andere fasziniert mich. Mich fasziniert Darren Brown mega. Ja, ist der Guru. Also dem, ich habe mir jetzt jede seiner Shows gepumpt. Der ist, der ist einfach, keine Ahnung, aber eine Sache, die mich ein bisschen irritiert hat, ist die neue Show, die heißt Tod durch Magie. Und da ist so ein Glatzkopf unterwegs, so ein Ami. Und im Prinzip hat er sich rausgesucht, super geile Storyline. Ja, Magier sind gestorben, daran und daran, hieran und hieran. Und ich mache das jetzt aber nochmal in tausendmal krasser. Und mal gucken, ob ich es schaffe oder nicht. Und dann gucke ich mir die erste Folge an. Geil. Und die ersten Klassiker sind halt, ja, geht auf die Straße und irgendwie macht er so. Dann macht er so, auf einmal hat er hier einen Leguan und eine Tomate und du denkst dir so, hä, wo zaubert er das Zeug her? Und der macht da die weirdesten Sachen, wo du dir denkst, okay, gut, kann ja sein, dass er es irgendwie aus seinem Ärmelchen noch rausgeholt hat oder sonst was. Aber dann die erste war wirklich, vielleicht kannst du das aufklären, die erste war dann, er hatte ein Publikum an einem Bahngleis stehen und dann hat er einen Zug auf sich zurollen lassen, während er in so einer Box drin war. Die war auch mit dem Schloss zu und er war wie heißt der Anzug hier? So eine Straitjacket, der in so einer Zwangsjacke. In einer Zwangsjacke drin und hat sich in 30, waren es 30 oder 60 Sekunden, hat er sich offensichtlich befreit, ne? Und ist da rausgekommen. Aber das Ding ist, es ist halt total unrealistisch gewesen, weil, jetzt pass auf, man sieht, er kommt nicht raus und auf einmal sieht man, wie der Zug das Ding da total umfährt und plötzlich steht er hinten auf dem Zug und macht den hier. Magie! Ja, wahrscheinlich. Magic. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich bist du da rausgekommen. Hat nicht der Schnitt für gesorgt, weißt du? Und die Leute waren auch so schlechte Schauspieler einfach, weil er wurde offensichtlich gerade nicht mal 10 Meter von denen entfernt von dem Zug überfahren und die machen nur so. Und dann kommt er wieder und die so, das war so und ich so, nein, also die nächsten Folgen gebe ich mir nicht, obwohl es mich echt schon interessieren würde. Es wirkt so schlecht gemacht einfach, ja. Aber ich würde es gern glauben. Mir ging es genauso. Ich hab die erste geguckt und war raus, aber ich fand die Pitchline ist trotzdem fantastisch. Ja. Also diese Dinge, an denen Magier gestorben sind, ist eine geile Verkaufe. Aber Darren Brown ist halt wirklich Guru. Also das ist wirklich, was der macht, ist so cool. Ist auch wirklich für mich der beste Fernsehmagier. Ne? Also weder David Blaine noch Dynamo und wie sie alle heißen und so. Chris Angel, ja, Mai. Aber Darren Brown ist echt unfassbar, was der tut. Ist richtig cool. Also ist das, ich sag mal, Magie im Sinne von einfach nur Täuschung oder kann der das wirklich, weil der hat ja in einer seiner Shows auf Netflix hat er ja ein Medium gespielt, mehr oder weniger, ne? Und hat dann ja dem einen gesagt, ja, deine Oma redet gerade mit mir und so weiter und dann schreibt er so auf seinen Zettel drauf, wie sie heißt, wie alt er war, als er sie zuletzt gesehen hat und sie so, ja, ich wurde von einem Affen in Gibraltar gebissen und dann sagt er so, wie heißt deine Oma? Ja, so und so. Ja, wie alt warst du, als du sie zuletzt gesehen hast? So und so. Ja, und an welche Story erinnerst du dich? Ja, die wurde in Gibraltar von einem Affen gebissen. Und das hat er dann irgendwie bei 10 Leuten gemacht.
Und das war so, lol. Ja. Ja, ist eine Illusion. Also eine Illusion, die auf vielerlei Arten zustande kommt. Okay, Mensch, Uwe, wir müssen, nein, Uwe, nein, du darfst deine Tricks nicht verraten. Eigentlich darfst du sie nicht verraten. Nein, tue ich auch nicht, aber würde ich auch nicht tun. Also in der Zauberschule. In der Zauberschule, nein. Darf man das in der Zauberschule? Das darf man, weil man muss sich auch darum kümmern, dass Nachwuchs kommt, weil Zauberei ist halt eine sehr alte Kunst. Ne? Ich glaube, die ersten Zaubertricks sind schriftlich erwähnt, also vor 3000 Jahren, da wurde in Ägypten das erste Mal gezaubert. Ein Klassiker, wo irgendwie so ein Pharao so, der stand auf Zauberei, ist wirklich überliefert und auch wirklich auf Papyrus, der da Lust heißt, der, keine Ahnung, whatever, hat wirklich in der Gans den Kopf abgeschnitten und hat ihn dann nachher wieder dran gezaubert und sie war wieder komplett, hat gelebt. Vorher war sie wirklich Kopf ab, tot, was auch immer, dann Magie gemacht, man weiß auch, wie es geht mittlerweile. Aber es ist interessant, also Zauberei ist super alt, Zauberei wird die nächste, also ist seit 3000 Jahren da und auch trotz Technologie und Digitalisierung wird sie die nächsten 3000 Jahre immer noch da sein, muss sich halt auch verändern, finde ich auch spannend, ist ähnlich wie Marketing, ist ähnlich wie Medien. Und jetzt geht es darum, echt nachwuchsfit zu machen, ja. Damit die halt die nächste Generation machen und viel mehr Technologie auch benutzen. Sag mal, also findest du das Leben als jemand, der verzaubert wird, also so wie ich, der jetzt keine Ahnung hat und sich den ganzen Tag fragt, wie er das macht, spannender? Oder selber als Magier, der dann weiß, was da passiert oder der auch selber verzaubern kann? Also ich bin gerne natürlich lieber der Verzauberer, aber ich sag's dir ganz ehrlich, es gibt so 2, 3 Magier, die mich verzaubern, wo ich nicht weiß, wie es geht. Und es noch Freunde und immer Hinweise geben wollen, wo ich sage, ey, shut the fuck, ich will's nicht hören. Sag's einfach nicht. Ich will nicht wissen, wie es geht. Und lustigerweise ist es meistens entweder Gedankenleser oder Kartenkünstler. So. Und die können mich häufig nochmal zum Zaubern, also mir die Illusion geben, dass es wirklich Zauberei gibt. Und das ist geil. Das sind 2, 3 Jungs. Einer aus Österreich, 2 aus Deutschland und die sind unfassbar. Also da will ich nichts wissen. Ich will einfach nichts wissen. Ich will es einfach nur glauben. Ich habe letztens, wir waren auf dem Geburtstag von Sagas Onkel und dort haben wir, wer war das? Ah, da war ein Zauberer am Start auch, ne? Mehr oder weniger Zauberer, Illusionist, nennen ihn wie auch immer willst. Der halt mit uns die Lottozahlen gezogen hat, ne? Und dann hat er halt. Das hat Sarah gepostet, das ist der Dings, der ist ganz famous, der war auch bei Next Uri Geller. Wie heißt er denn? Ja, genau. So ein dunkelhaariger. Ja, genau, ich weiß nicht, wie der heißt. Nikolai Friedrich. Ja, genau. Der war ich hab's da. Bei Sarah gesehen. Der Typ ist unfassbar gut. Ja, der war auf jeden Fall einfach. Der hat halt seinen Geldbeutel in so einem kleinen Tresor drin gehabt und der meinte halt, ja, da drin sind halt die Lottozahlen, bla bla bla. Mhm. Und dann hat er halt Zufallsprinzip und super mega Zufallsprinzip geteilt durch 3 gemacht, ja, sodass auch wirklich alles Zufall ist, definitiv. Sogar ich tatsächlich durfte eine Zahl nennen und der hatte die alle richtig in der richtigen Reihenfolge, inklusive Superzahl. Das war lol. Mhm. Das war einfach lol wieder. Ja. Alle sogar in der richtigen Reihenfolge. Ich meine, ich hätte es ihm sogar abgekauft. Ich hätte es ihm mehr abgekauft, wenn es nicht in der richtigen Reihenfolge gewesen wäre. Aber er hätte die Zahlen gehabt. Aber der hätte die sogar in der richtigen Reihenfolge gehabt. Da war ich dann. Ne, war Feierabend mit mir. David Copperfield hat dem mal die Rechte an einem Trick abgekauft. Also der hat einen sehr berühmten Trick mit der Mona Lisa, mit dem Lächeln der Mona Lisa entwickelt. Und David Copperfield, ich meine, als größter lebender Magier der Welt, hat ihm diese Rechte abgekauft. Dieser Typ ist echt gut. Also der Friedrich ist echt unfassbarer Magier. Also ich komme zu dem nicht. Ne, schick mir gleich mal ein paar Termine. Ist Feierabend, ich komme vorbei. Das ist kein Witz. Du kommst nach München in die Zauberschule. Dann kannst du auch lernen, hier so Harry Houdini, Befreiung und so, ne? So sieht's cool. Aus. Ja, Uwe, vielen Dank. Ja, ebenfalls. Ich würde sagen, wir quatschen einfach die Tage nochmal. Beziehungsweise wir schreiben es. Und sonst vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß gehabt, konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ihr mit Uwe schreiben möchtet, wenn ihr zu ihm in die Zauberschule wollt oder Fragen habt zum Thema Business, Unternehmertum, Network Marketing, Marketing, was auch immer, dann checkt die Links in der Description, habt in der Beschreibung. Er wird euch gerne antworten, gerne mit euch telefonieren. Und ja, vielleicht gehört ihr auch zu den Menschen, die etwas erfolgreicher werden, als sie vorher waren, bevor sie ihn kennengelernt haben. Auf jeden Fall durch die diesen Podcast, den machst du. Ich finde es viele Grüße und habt eine gute Woche noch. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gemeinsam mit dem lieben Uwe gefallen, genauso wie es mir Spaß gemacht hat, mit ihm zu reden. Ich hätte natürlich gerne noch stundenlang weiter mit ihm geredet, leider musste er aber weiter. Unabhängig davon hast du natürlich die Möglichkeit, einfach die Links in der Beschreibung auszuchecken, im Podcast und auf YouTube. Das bedeutet, du findest dort Links zu Uwe, seinen Facebook-Profilen, zu seiner Webseite und du findest dort ebenfalls auch Links zu meinen Profilen, zur Wachstumschallenge und zu meinen Online-Trainings bzw. Fallstudien, die ich habe, wenn du einfach mehr zum Thema Marketing auf Social Media und sonst was lernen möchtest. In dem Sinne, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß und viel Erfolg beim Umsetzen. Dein Nick, bis dann. Ciao.